Die Debatte um die Drogenpolitik in Leipzig erhitzt weiterhin die Gemüter. Deutliche Worte fand nun Sozialbürgermeister Thomas Fabian bei der Pressekonferenz im neuen Rathaus. Unmut äußerte er unter anderem über die Einmischung von Landespolizeipräsident Bernd Merbitz in das Thema. Ich persönlich fand die Intervention des Landespolizeipräsidenten überflüssig. Wir haben hier in Leipzig seit vielen, vielen Jahren eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen Stadt und Polizei in unterschiedlichen Bereichen. Wir sind eigentlich auch auf einem guten Weg gewesen, hier wieder stärker zueinander zu finden. Und insofern denke ich, ist die Schärfe, die jetzt von außen in die Stadt Leipzig, in die Diskussion reingebracht wird, unnötig. Gemeinsam mit der Suchtbeauftragten Silke Lein und Chefsozialarbeiter Lutz Wiederanders stellte sich Fabian den Fragen der Presse. Die eindeutige Botschaft dabei: Leipzigs Drogenhilfe bewege sich auf fachlich sehr hohem Niveau. Eine konkrete Verbindung zwischen der Raubüberfallserie und Beschaffungskriminalität sei bislang noch nicht erwiesen. Entschieden widersprach Fabian den Worten von Leipzigs Polizeipräsident Horst Wawaczynski. Durch die Wohlfühlpolitik der Stadt würden Drogenabhängige geradezu angelockt. Die Arbeit mit drogenabhängigen Menschen ist eine sehr schwierige, sehr anstrengende, große Herausforderung. Das hat mit Wohlfühlpolitik überhaupt nichts zu tun. Ich empfehle all denjenigen, die das behaupten, mal im Alltag von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern in diesem Bereich mal zuzusehen. Und dann würde ich vermuten, dass der Respekt für diese Menschen hier dann auch wieder hergestellt wird. Eine ausgewogene Mischung aus polizeilicher Repression und Drogenhilfe sei zu befürworten, so Fabian weiter. Noch nie sei es gelungen, Drogenabhängigkeit allein durch Repression zu bekämpfen. Insgesamt lobte der Sozialbürgermeister aber die bisher gute Zusammenarbeit mit der Polizei und zeigte sich optimistisch für die Zukunft. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir wieder gut zusammenfinden werden. Mit Herrn Wawaczynski persönlich habe ich, glaube ich, eine gute Beziehung. Wir sprechen viel miteinander und ich gehe davon aus, dass das in den nächsten Wochen sich wieder beruhigen wird. Wawaczynski selbst war zu der Pressekonferenz nicht eingeladen und konnte somit keine Stellung beziehen. Am Mittwoch, dem 18. Mai, beschäftigt sich der Leipziger Stadtrat mit der Kritik an Leipzigs Drogenpolitik.